Wir beide, Wolfgang und Bernd, zwei Modellbahngrößen im H0-Format, besuchten im letzten Jahr die Bresnitztalbahn. Begeistert von dem Wasserhaus in Steinbach beschlossen wir, Steinbach in H0 in Hessen auf dem Dachboden zu bauen. Nach einem Jahr intensivster Arbeit entstand auf einem Dachboden in Hessen, Steinbach in H0. Das markante Wasserhaus und das Empfangsgebäude ähneln dem Vorbild. Bei der Gestaltung des Ortes ließen wir unserer Fantasie freien Lauf. Der Mittelpunkt des kleinen Ortes ist die Bahnhofstraße. Der Radler vorn im Bild nutzt seine Muskelkraft für die Fahrt nach Hause. Etwas bequemer reisen die beiden auf dem Motorrad, denen die frische Luft um die Nase weht. Mit dem Trabi wurde die Freundin am Bahnhof abgeholt und das Wartburg-Taxi wartet in leuchtendem Gelb am Taxenstand auf Fahrgäste. Links zwei Einfamilienhäuser und eine Haltestelle. Hier warten wir auf den nächsten Bus nach Josbach. Die Fertiggarage des ersten Hauses bietet einen roten Golfschutz vor Regen und Hagel. Der Postbote mit seiner Karre beglückt mit langersehnten Briefen und Paketen. Im zweiten Haus bringt der Schornsteinfeger viel Glück und kehrt die Kamine sauber. Im Garten genießt ein Paar im Liegestuhl den Sommer und unterhält sich über die neuesten Nachrichten aus Steinbach. Der Nachbar war sehr fleißig und hat schon die Hälfte der wohlschmeckenden Äpfel vom Baum gepflückt und eingesackt. Die kleine Kaufhalle auf der anderen Straßenseite bietet Reisenden und den Bürgern Steinbachs Gelegenheit, Obst, Gemüse, Käse und Wurst zu kaufen. Die mit Persil-Waschmittel, Sunlichtseife, Ajax für die Spüle, Lindenberger Käse und der Fleischwurst für den Samstagabend gefüllten Einkaufswagen werden am Parkplatz in die Kofferräume des grünen DKW Junior und des blauen Messerschmitt Kabinenroller verstaut. Ein älterer Herr wartet, wie wir beide, mit seiner Einkaufstasche auf dem Bus nach Josbach, der nach einem Halt am Bahnhof die Fahrtrichtung wechselt und wieder zurückfährt. An der Tankstelle wird ein weiß-blauer Opel Kadett mit Normalbenzin für 56 Pfennig und ein grüner Opel Olympia Rekord mit Super für 64 Pfennig betankt. Ein robuster dunkler Volvo, ein schwedisches Modell, bekommt die Scheiben für weitere klare Sicht von der Fahrerin mit dem Scheibenreiniger gesäubert. Ein französisches Auto, ein dunkelroter R4, fährt an der Tankstelle vorbei. Die Kinder lieben das Baumhaus mit der Schaukel heiß und innig. Der Vater, der aufpasst, lässt sich gern von der jungen Mutter mit dem Sportbuggy ablenken. Das kleine Kind im Buggy träumt von den Süßigkeiten, die hoffentlich beim Einkauf in der Kaufhalle für es abfallen. Die Balkone des großen Wohnhauses werden
von dessen Bewohnern geschätzt und gern genutzt. Die Blumenkästen und Blumentöpfe sind mit wunderschön blühenden Geranien bepflanzt, die liebevoll gepflegt und gegossen werden. Der jüngere Herr auf dem unteren Balkon beobachtet im Liegestuhl das bunte Treiben in Steinbach. Die Bewohnerin der oberen Wohnung verbringt ihren Urlaub auf Balkonien. Hier erholt sie sich im bequemen Liegestuhl vom Stress des Alltags. Einst tiefer wird ein Bike der Kinder repariert, es wird die Kette geölt, die Acht im Vorderrad entfernt und die Mäntel des Fahrrads vom Stachel des Rotdorns befreit. Wir beide, Wolfgang und Bernd, zwei Modellbahngrößen im H0-Format, beobachten oft stundenlang die fantastischen Züge in Steinbach. Wir bitten euch, mit uns für ein paar Minuten in diese Traumwelt einzusteigen. Thank you.
Wir beide. Ihr wisst schon. Verabschieden uns mit einer Sonderfahrt der atemberaubenden 01 mit einem Sonderzug nach Nassau. Wir würden uns total freuen, wenn wir euch mit unserer Begeisterung für das Modellbahnhobby angesteckt haben und schon bald auf eurem Dachboden Bremsen quietschen und das Pfeifen der Lokomotiven zu hören ist.